Ja, hallihallo, hallöle, hier ist Christian Emschemeier, Paartherapeut in Hamburg und in der Nähe von Berlin. Diesmal Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute ein Video, das sollte sich wirklich jeder angucken, der in diesem toxischen Dating-Wahnsinn steckt. Bleibt dran! Ja, wollte noch sagen, kurz vorher, ja, Leadership Coach Ausbildung geht ja bald los in 10 Tagen. Vielleicht will da noch einer mitmachen. Meldet euch gern. Und ja, wenn du auch solche Fragen beantwortet haben willst, kannst du bei einem Formular auf leadership.de machen. Ja, das ist ein Anschlussvideo an das Video Du bist eine tolle Frau, aber, das glaube ich auch schon viele geguckt haben, wo es nicht recht im Sinne auch, ja, abgelehnt werden, Dreieck, irgendwie ein mangels Commitment ging. Ja, und jetzt die Fortsetzung. Ja, hey Christian, ich muss dich einfach nochmal anschreiben und zwar im Anschluss an das letzte Video, du bist eine tolle Frau, aber ich möchte so damit abschließen und mit Hilfe deiner Arbeit Kurse vielen mehr in ein neues Leben starten. Es ging so weiter. Trotz klarer Liebessucht habe ich mich gezwungen, Abstand zu halten, mich wieder selbst bei Tinder angemeldet. Aber wieso? Du bist doch jetzt gerade, sagst du selbst liebessüchtig, dann melde dich doch nicht bei Tinder an. Das ist wie wenn du sagst, okay, mein Bein blutet so, ich springe wieder ins Haifischbecken. Das macht keinen Sinn. Hör auf mit Tinder, wirklich. So kommst du nicht weiter. Also du musst mal wirklich detoxen, ne? Es ging keine 10 Minuten und er wurde mir angezeigt. Ja, Universum ist total grausam jetzt, ne? Ich meine, nicht grausam, also das will dir einfach zeigen, dass, ja, das ist jetzt, natürlich, du bist noch im Kopf noch verbunden zu ihm und dann läuft er dir wieder über den Weg, ne? Und wieso, also wenn jemand dich nicht will und sich wieder bei Tinder anmeldet, warum alles in der Welt, also versuch mal deinen Kopf einzuschalten. Warum alles in der Welt willst du ihn dann wieder nochmal daten, wenn sich, wenn er ja, euch auf Tinder wieder matcht? Das ist ein Wahnsinn. Macht das nicht. 5 Minuten später schrieb er mich an, dass er mich jederzeit wieder matchen würde. Es geht sofort das Lovebombing wieder los. Ich meine, ich hoffe, dass du es jetzt aber mal siehst mit dem, was da jetzt hier passiert ist. Angst hat den Kontakt, mich aus seinem Leben zu verlieren. Er hat dich doch gerade abgeschossen und also, ihr müsst wirklich mal wirklich ganz genau gucken. Ich weiß, die Liebe ist so vernebelt, das immer, aber was passiert hier? Er hat dich gerade abgeschossen und sagt jetzt, ich habe Angst, dich aus meinem Leben zu verlieren. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Null. Null. Gar nicht. Das ist komplett sinnlos. So, Angst hat den Konten, ja, nach der ganzen Gefühlsachterbahn mit ihm. Ist das manipulativ oder reflektiert von ihm? Come on, das ist jetzt nicht ernsthaft die Frage, ist natürlich manipulativ. Wenn es reflektiert wäre, dann wäre er gar nicht wieder auf Tinder gewesen, ne? Ich knickte wieder ein, weil ich immer noch hoffe, dass er das gefühlt Besondere zwischen uns wieder aufblüht. Weißt du genau, dass das existiert gar nicht, das ist alles nur Fantasie. Wir trafen uns und er verhielt sich wieder wie frisch verliebt. Ja, das nennt man Lovebombing und das weißt du auch. Er war anschmiegsam und so liebevoll. Wir verbrachten auf meine Initiative hin wieder das folgende Wochenende bei ihm und dann war es wieder gefühlt zu viel für ihn. Also das ist so, also dagegen ist ein Elfmeter wirklich schwer vorhersehbar. Also das hier ist so vorhersehbar, das macht mich immer so ein bisschen verzweifelt, weil das ist wirklich. Das ist so vorhersehbar wie, was weiß ich, wenn ihr einen Stein loslasst, dass der auf den Boden fällt. Also es gibt wirklich, das ist so 100% vorhersehbar, was hier passiert. Er behandelte mich zwar wie früher, also wie seine Freundin, aber er ist auf Tinder. Mensch, mach dir die Fakten klar. Doch er hatte nach wie vor Tinder und sagte mir auch, dass er keine Beziehung will. Also bist du nicht seine Freundin. Es ist doch egal, wie er dich benimmt oder wie er das nennt. Du bist es nicht. Handlung, 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 Handlung. Alles andere zählt nicht.
So. Wir uns aber bei Gelegenheit gerne sehen können. Ja, weil er seine Tankstelle mit dir nicht aufgeben möchte. Also du bist seine Tankstelle. Also das ist alles. Ich sage jetzt auch gar nicht, dass er das bewusst macht. Also das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Das ist seine psychische Dynamik, an der wirst du auch nichts ändern können, weil das funktioniert ja bei ihm. Du bist seine Tankstelle. Das ist alles. So, ich sagte erst nichts aus Angst, ihn endgültig zu verlieren. Es gibt hier nichts zu verlieren, außer einen Haufen Fantasien, weil das ist ein, also er behandelt dich einfach nicht so, wie du behandelt werden möchtest. Wo ist der Verlust? So, aus der einsthaften Frau ist ein elendiges Häufchen Liebessucht entstanden. Ja, merkt, dass sie das nicht gut tut. Ich weiß, es ist hart, aber. Und er vermeintlich selbstbewusst und ganz anders als am Anfang. Da fragte ich mich, was ist sein wahres Ich? Ist er ein Bindungsängstler, ein Narzisst, Borderliner? Hat er sich an mir hochgezogen und benutzt mich nur? Ja, klar benutzt er dich. Aber man auf eine Art benutzt du ihn auch für dein Muster, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ne, nicht, dass du denkst, ihr könntet jetzt irgendwie Paartherapie machen oder sowas. Aber ja, klar, du bist seine Tankstelle. Neben anderen Tankstellen, weil in der Minuspol-Liebessucht ist ja die Sucht nach, also er ist auch liebessüchtig, aber nicht wie du. Er ist liebessüchtig nach möglichst viel Bestätigung. Und da reicht eine Frau nicht. Da reicht eine Frau nicht. Macht euch das klar. Er hat klar gesagt, dass wir eine Verbindung haben, aber er weiß nicht, was er will. Ja, also man kann ihm ja eigentlich keine, also fast würde ich sagen, man kann ihm, also man kann dir keine Schuld geben, aber man kann ihm auch keine Schuld geben, weil ihr spielt einfach euer Muster hier ab und das, also ich kann nur dich bitten, die du mir jetzt schreibst, sei bewusster, werd bewusster und sieh, was hier passiert. So, ne? Geht gar nicht um Schuld oder wer Schuld hat oder. Aber das ist nicht, was du willst. Das ist dein altes Muster, ja. So, dann behandelt er mich wieder, als wären wir ein Paar. Ja, ihr seid, nochmal, das sind alles Fantasien, ihr seid kein Paar. Ihr seid kein Paar. Sagt aber gleichzeitig, er trifft andere und will keine Beziehung. Ja, das ist ja auch, also wie gesagt, man kann ihm an diesem Punkt hier, ich meine, es ist hochmanipulatives Verhalten, aber trotzdem, du weißt jetzt eigentlich, wer er ist, also das kann, also man kann fast ihm da keinen Vorwurf machen, weil, ja, er macht halt das, was er macht, ne? Ist dennoch immer für mich da, wenn ich ihm hinterher renne, telefoniert mit mir fast täglich, ja, aber das spielt alles keine Rolle, ihr habt keine Beziehung, er will keine Beziehung, du bist seine Tankstelle. Und natürlich macht er auch ab und zu mal was für dich. Also, er ist auch, du hättest ihn auch gerne als deine Tankstelle irgendwo. Was ja auch ein Stück weit okay ist, aber bei ihm ist es halt, also ich sehe da ehrlich gesagt, also wo hier Liebe sein soll, ist mir komplett schleierhaft. Sehe ich hier nicht. Was ich hier sehe, ist geballte Liebessucht, das weißt du auch, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Gehen wir nochmal durch. So. Hat alles so gehandhabt wie bisher, wenn ich meinen Slot bei ihm hatte. Ja, du bekommst nur einen Slot. Das ist eine Krümelbeziehung. Egal, wie er das aufbläst oder wie viel Versöhnungssex ihr habt, das ist eine Krümelbeziehung. Also, meinst du nicht, dass sich Beziehung besser anfühlen kann als das hier? Also. Ja, da kannst du ja echt auch zum Bahnhof gehen und kannst dir jeden Tag eine Kokain-Nase kaufen. Wirklich, das ist nichts anderes. Ich weiß, es ist hart, aber ich muss euch ja, also ich will euch ja nur, ist auch überhaupt nicht überheblich gemeint, ich kenne das alles, aber will euch nur aufwecken, sonst nichts. So. Außer, dass es keine Beziehung mehr war. Ja, es wird eben immer weniger halt auch, ne? Als ich vor circa 4 Wochen bei ihm war, traute ich mich endlich mal klar zu sagen, dass ich es so nicht mehr will, dass ich nicht mehr verstehe, was er eigentlich ist. Ja, das ist nichts, das ist eine gruselige Affäre, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Dreieck, Fünfeck, Siebeneck, aber ihr habt ja keine Beziehung, deswegen kann man da jetzt eigentlich gar nicht viel sagen, ne?
dass ich es nicht gut finde, dass er Tinder und dass ich mir eine Beziehung wünsche. Ich glaube, das ist ihm bis hierhin klar geworden. Und er will es nicht. Und du willst das Runde ins Eckige kriegen. Das geht aber nicht ins Eckige. Das Runde geht nicht ins Eckige. Und wenn du es noch so viel willst. Alles andere macht mich kaputt. Bei diesen, ja, aber du kannst ihn nicht ändern. Du kannst nur sagen, mir tut's nicht gut, vielen Dank und schönes Leben. Mehr kannst du ja nicht sagen. Du versuchst die ganze Zeit, ihn zu ändern. Das geht aber nicht. Bei diesen und auch schon anderen solcher leichten Fluchtversuche von mir davor reagiert er fast panisch, dass er mich nicht verlieren will. Ja, wie gesagt, weil er auch liebessüchtig ist, aber wie gesagt, das hat mit Liebe jetzt gar nichts zu tun, so, ne? Ich wichtig für ihn bin, ich ein toller Mensch, eine tolle Frau bin. Ja, das hatten wir auch alle schon. Er war gerade nicht in der Lage, seine Beziehung zu führen. Ja, weil er dich nicht so doll liebt, dass er nicht andere Frauen daten will. Das ist alles nur, also ist schon hochmanipulative Kommunikation, ne, von ihm, klar. Aber geht ihm noch nicht auf den Leim, Mensch. So weich und zärtlich er innerhalb und außerhalb der Wohnung sein konnte, so kalt und straight war in diesen Momenten. Ja, also geht immer davon aus, wenn es so heiß-kalt gibt, geht immer davon aus, dass das Kalte das Reale ist, ja, mein Reden. Das nachzuvollziehen, wieso er so ist, treibt mich bis heute fast noch in Wahnsinn. Leute, wenn ihr ein Pluspol-Gehirn habt, hört auf, bitte, ich bitte euch alle wirklich von Herzen, hört auf, ein Minuspol-Gehirn verstehen zu wollen. Ihr könnt es nicht verstehen. Hört auf damit, wirklich. Da seid ihr nicht für gemacht, aber euer Gehirn funktioniert anders. Ne? Oder versucht es meinetwegen nachzuvollziehen, falls, also jeder kann ja auch mal selber in Minuspol gehen und vielleicht mal so eine Zeit haben, dann kann man es vielleicht mal versuchen zu verstehen. Aber so, wenn du im Pluspol steckst, kannst du nicht in Minuspol verstehen. Ne? So, als ich mal länger bei ihm blieb, nahm er mich sogar mit ins Büro. Ja, du lässt dich hier mit Krümeln füttern, ne? Wo mich alle kennen und mögen. Ja, aber er will keine Beziehung mit dir. Doch sagte er, dass er abends keine Zeit hat, weil er verabredet ist mit einer Freundin. Oh Gott, so, es tut so weh, das zu lesen. Es tut so weh, das zu lesen, wirklich. Ach Gott, daraufhin sagte ich ihm, dass ich natürlich weiß, was das bedeutet und dass ich das total daneben finde. Also ganz ehrlich, du hast eigentlich nicht wirklich ein Recht, das daneben zu finden, weil er dir ganz klar gesagt hat, er will keine Beziehung. Ne? Und dass er das nicht verschieben kann, wenn ich da bin. Er war bestimmt abweisend und kalt und meinte, dass er das nicht tut und ich kann ja bei ihm schlafen. Ja, also was er zu viel hat, hast du zu wenig. Ne? Er macht halt knallhart sein Ding, das würde man dir natürlich wünschen hier und ihm würde man natürlich mehr Empathie wünschen, aber du kannst nur an dir arbeiten. Ne? Ob er heimkommt, wisst ihr noch nicht. Ich war außer mir vor dieser Respektlosigkeit. Mein Verstand ohrfeigte mich schon selbst für meine Dummheit, aber meine liebessüchtige Stimme war ganz fest am Ruder. Schlimm. Ich sagte, aber immerhin hast du die Bewusstheit, das wahrzunehmen, ist doch großartig. Und ich glaube, dass diese Klatsche sollte eigentlich reichen, ja. Schlimm. Ich sagte ihm, dass ich das nicht mehr mit mir machen lasse und da wurde er panisch und war wieder weich und lieb. Ja, aber das nur weil er seine Tankstelle nicht verlieren will. Er macht immer genau das, dass du gerade nicht gehst. Also das ist das Muster, merk das. Doch ich zwang mich hart zu bleiben und als er mit seiner Masche nicht weiterkam, meinte er eiskalt, er kann nicht der Freund sein, den ich mir wünsche und einer von uns beiden muss sich auf den anderen zubewegen und er ist es nicht. Ja, er kann halt Grenzen besser als du, ne? Aber er ist halt auch kalt, ne? Da brannte mal wieder die Sicherung durch. Es ist wirklich schwer zu lesen, was du hier dir antust. Also auch mitmachst, aber auch dir antust. Ne? Das natürlich brennen dir dann irgendwann die Sicherung durch. Aber trotzdem brennen dir die Sicherung auch durch, weil du in einer unhaltbaren Situation bist. Ne? Also, dir beide eine Verantwortung dran. Ne? Als er nicht im Raum war, schnappte ich meine Sachen und wollte einfach gehen und nie wieder Kontakt mit ihm. Spontan griff ich nach seinem Handy. Ja, also jetzt machst du Sachen, die halt auch nicht in Ordnung sind. Ne? Jetzt wühlst du in seinem Handy rum, das lese ich jetzt mal nicht vor. Aber das ist, man verliert die Kontrolle in diesen Beziehungen und macht Sachen, die man sonst nicht machen würde. Was auch ein Zeichen sein sollte, dass ihr das nicht machen solltet. Ne? So.
Er fragte, was ich hier mache, aber ich schrie nur an, dass ich ihn nie wiedersehen will. Ich flüchtete in ein Hostel und er hinterher. Er saß 2 Stunden vor mir, flehte mich an, mit mir zu reden, mich anzusehen. Wie ein Mann, der gerade um seine große Liebe kämpft. Hallo! Du bist seine Tankstelle! Wenn er dich lieben würde, würde er auch keine anderen Frauen daten. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Er nannte mich dabei auch Schatz. Da, ja, Gott, das, ich denke, das ist klar, es ist jetzt immer das gleiche Muster. Ne? Ja. Ja, wieso du das mitmachst, das musst du rauskriegen. Ich meine, das können wir jetzt hier nicht klären, aber dafür gibt es ja die Kurse oder mach eine Therapie oder beides. Und also wird mit Sicherheit sowas in deiner Biografie geben. Bist du da schon stark manipuliert, also irgendwie emotional nicht verfügbar, ein Elternteil, whatever. Das wird einen Grund geben, warum du das mitmachst. Aber der übergeordnete Grund ist eben, du möchtest Grenzen ziehen lernen. Du möchtest Selbstliebe lernen. Das möchte deine Seele und deswegen hast du auch diesen Mann in dein Leben gezogen. Also das ist das Gute sozusagen auf einer höheren Ebene. Aber jetzt zieh dir deine Lektion rein, sonst wirft dir das Universum immer wieder sowas vor die Füße. Ne? Und Autonomie geht es natürlich auch für dich. Ne? Liebessucht durch dieses starke Gefühl, dass er der eine ist, wie wirklich nie zuvor. Ja. Aber mal ganz, also mal ganz ehrlich, wenn du deine eigene Mail durchliest, ich meine, das ist doch furchtbar. Wie willst du mit so, willst du so eine Beziehung führen? Das ist doch, das ist, weiß ich nicht, das ist doch schlimm. Also nicht, was er jetzt, ich enthalte mich jetzt mal, ob er jetzt ein guter Mensch ist oder nicht, aber es ist schlimm für dich, ne? Du möchtest nicht so leben. Dass wir zusammengehören, weil es sich einfach so anfühlt, ich kann das nicht vorlesen, das ist wirklich, das ist so schrecklich. So, am nächsten Morgen dasselbe Spiel. Ja, ich sagte nichts mehr und ich ging einfach. Wieso hat er da solche Verlustängste? Ja, auch Minuspol hat natürlich Verlustängste, wenn die Zufuhr versiegt. Aber das hat mit Liebe nichts zu tun, ne? Ist das Borderline oder Bindungsangst? Naja, es ist einfach manipulatives Minuspolverhalten und nichts mehr. Ja. Nach nur 3 Tagen meldet er sich wieder. Okay, jetzt kommt die nächste Runde. Dann knickst du wieder ein. Dann sagt er wieder, will mich nicht verlieren. Ah, das ist jetzt immer der gleiche Kram. Das Ende vom Lied, kaum standen wir voreinander, war es wie beim ersten Treffen. Ja, aber die Lovebombing, also die Hits werden immer kürzer. Ne? Das ist halt, wie gesagt, das ist exakt wie bei Drogenkonsum. Ich meine, nicht, dass ich das mal gemacht hätte, aber dann die schönen Sachen, die werden immer weniger. Und auch, also wenn du dir, was weiß ich, irgendeine Droge nimmst, da wird die Wirkung wird immer kürzer und das Elend immer mehr. Und genauso ist das in diesen Beziehungen, ne? Ich kann da nichts anderes zu sagen, tut mir echt leid. Ja. Trotz Zögern meinerseits nahm er mich in den Arm, küsste und umarmte mich innig und hing wieder wie ein Junkie an einer Nadel. Ja, er ist natürlich auch ein Junkie, ne? An deiner Nadel, klar. Wir verbrachten einen innigen Abend. Ja, es gibt sogar toxischen Sex und sowas wahrscheinlich. Oder Kuscheln zumindest. Toxisches Kuscheln. Am nächsten Tag schrieb ich eben, dass das mit der Freundschaft nicht geht. Ach, das war so jetzt noch Freundschaft. Okay, ja, der will keine Freundschaft mit dir. Ihr habt keine Freundschaft. Wird ein Freund einen so behandeln? Ich glaube nicht. Und er will was anderes. Er will einfach deine Zufuhr, deine Energie weiterhaben. Ne? Das ist halt sein Muster. Er meint, wir müssen uns zwingen, uns nicht mehr wie ein Paar zu verhalten. Ach, so ein Quatsch, wirklich. Ich schrieb ihm, dass es total verrückt ist und dass ich das nicht möchte und dass es sowieso nicht geht. Er reagierte forsch, dass er das mit mir genießt, aber emotional gerade nicht verfügbar ist. Ja, er sagt, wann er sagt eigentlich, was mit ihm ist, ne? Daraufhin brach ich den Kontakt ab, bis auf letzten Sonntag, als ich sah, dass er nur mich oder Tinder generell gelöscht hat. Das spielt alles keine Rolle, das ist alles nur, ist nicht relevant. Ich konnte es nicht lassen, jetzt nimmst du wieder Kontakte auf, ne? Es ist immer das Gleiche, du hör auf, geh aus dem Kontakt, lösch alles, null Kontakt. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht alleine, such dir Hilfe, weiß nicht, geh in eine Beratungsstelle oder, aber das macht dich fertig, ja, echt, wirklich. Und jetzt
Treffen und Kennenlernen wieder und dass es nicht die Ex ist. Ich bin fertig mit der Welt beim Gedanken, dass er eine an dass eine andere es geschafft hat, ihn zu gewinnen. Das glaubst du nicht wirklich. Ich meine, der behandelt alles so. Was denkst du denn? Habe mich jetzt dazu durchgerungen, überall zu löschen und zu blockieren. Denkst du, dass er jetzt auf einmal eine tolle Beziehung führen kann? Warum? Sag mal, das ist nicht ernst gemeint, die Frage, ne? Natürlich nicht. Lag es nur an mir? Nein. Kommt er irgendwann mal wieder? Ja, der wird alles versuchen, wiederzukommen. Nimm ihn bloß nicht zurück, ey. Ich hänge in der Liebessucht, aber es wird besser durch deine Kurse, Gespräche mit Freunden etc. Dennoch quält es mich, dass ich ihn verloren habe. Also du hast hier gar nichts verloren, außer du hast eine riesen Lernchance gewonnen und nimm jetzt die bittere Medizin, wirklich. Geh da raus und freu dich auf das nice geile Leben, was man erreichen kann, wenn man aus dieser Suchtscheiße rausgeht. Wirklich. Das wird noch so viel besser dein Leben, glaub mir. So, und eine andere, wo glücklich mit ihm wird. Ja, die würde ich gerne mal kennenlernen, die so mit ihm glücklich wird, echt. Aber, ich meine, selbst wenn, also es wird nicht so sein, aber, also nicht so, aber selbst wenn, es ist immer noch so, dass ihr beide euch komplett fertig macht, zumindest er dich. Ne? Also, dass du einfach mit einem heiß-kalten Menschen, dass du da komplett runtergehst. Ne? So, und wenn er so wäre, wie du es gern hättest, würdest du deine Kicks übrigens auch nicht mehr kriegen, wollte ich mal sagen. Da würde ich auch mal drüber nachdenken. Wenn er wirklich so nett und friedlich wäre und committed, wäre für mich mal die Frage, ob du ihn überhaupt noch so heiß finden würdest. Da würde ich auch mal drüber nachdenken. Ne? Gut. Danke für deine Videoantwort und viele Grüße. Ja, ich hoffe, ich war nicht zu hart. Es ist wirklich aufwachend und liebevoll gemeint und wir werden uns bald wiedersehen.